dein Ex-Partner bzw. deine Ex-Partnerin meldet sich nicht mehr bei dir und gleichzeitig hast du aber durch dein toxisches Verhalten die Trennung verursacht und eben auch deswegen kommt es keine Reaktion mehr. Dann werde ich dir jetzt eine Strategie mitgeben, mit der du arbeiten kannst. Toxisches Verhalten heißt, dass du ihn oder sie zum Beispiel verletzt hast, vielleicht während der Beziehung immer bevormundet hast, kontrolliert hast, Machtspielchen gespielt hast oder sie klein gemacht hast und so weiter. Eben innere Kindmuster, die dafür gesorgt haben, dass sich der Ex-Partner, die Ex-Partnerin irgendwann nicht mehr wohlgefühlt hat mit dir und aus dieser gesamten Beziehungskiste rausgehen musste. So, also, der erste und ganz wichtige Schritt, das sehe ich auch immer wieder in meinen Coachings, ist das Akzeptieren und nicht auf Krampf versuchen, das alles zu reparieren. Also, es ist schon sinnvoll zu kämpfen, wenn man sich toxisch verhalten hat, ja, in der ersten Phase so. Ist es sinnvoll zu kämpfen, aber wenn dann irgendwann das so ist, dass keine Reaktion mehr kommt und Abweisung, dann sollte man ab einem bestimmten Punkt aufhören. Und wenn der Ex-Partner, der Ex-Partner nicht mehr reagiert, ist das ein deutliches Signal, da sofort zurückzufahren und nicht weiter zu versuchen, irgendwie mit der Bohrmaschine auf Granit zu bohren, denn das bringt nichts. Also hier wirklich auf Abstand gehen und erstmal wirklich annehmen und akzeptieren, das ist jetzt so. Du hast jetzt durch dein Verhalten oder deine Muster diesen Menschen vorerst verloren und das musst du jetzt erstmal sacken lassen, das muss erstmal ankommen, das musst du annehmen und das musst du akzeptieren. So, sieh das Ganze als eine Möglichkeit für Weiterentwicklung und für Wachstum. So. Der nächste Schritt ist, dass du jetzt erst einmal temporär auf reduzierten Kontakt gehst. Reduzierter Kontakt bedeutet, dass die Kontaktimpulse ab jetzt vom Ex-Partner bzw. der Ex-Partnerin ausgehen und du mit diesen Kontaktimpulsen arbeitest. Aber die gehen nicht mehr von dir aus. Du hast ja bereits schon versucht, die Situation zu reparieren und hast gemerkt, dass das nicht funktioniert hat. Denn in der Folge meldet sich oder reagiert der Ex-Partner, die Ex-Partnerin nicht mehr auf dich. Deswegen ist für dich jetzt wichtig, eben das, dafür zu sorgen, dass Kontaktimpulse nur noch vom Ex-Partner oder der Ex-Partnerin ausgehen können. Dadurch vermeidest du hinterherhin zu viel Druck, zu viel Erwartung und so weiter. Und wenn du es nicht machst, würde sich der Ex-Partner, die Ex-Partnerin immer weiter von dir wegbewegen. Deswegen temporär reduzierter Kontakt. Und jetzt kommt der wichtigste Schritt überhaupt, um überhaupt ansatzweise eine Chance zu haben, ist nämlich die Weiterentwicklung an den toxischen Seiten von dir. Schau dir genau an, was von deinen Mustern im Endeffekt die Trennung ausgelöst und verursacht hat. Ist es so, dass du vielleicht zu sehr eifersüchtig warst, ihn oder sie zu sehr eingeengt hast? Es gibt auch toxische Muster, die aus Co-Abhängigkeit kommen, Überlebung, also zu viel geben, zu viel machen, sich selbst dafür aufgeben, auch das ist in einer gewissen Weise toxisch und zerstört die Anziehung. Ist es so, dass du Machtspielchen immer gespielt hast, dass du einfach sehr stark in deinem Ego bist? Ist es so, dass du zu viel kontrolliert hast oder dass du einfach nicht gut mit ihm oder ihr umgegangen hast, gelogen hast, betrogen hast, was auch immer? Vor allem toxisches Verhalten bezieht sich meistens auch immer auf die Kommunikation. Oft ist es so, dass Menschen, die eben in diesen Mustern stecken, das gar nicht merken, dass sie überhaupt toxisch sind und es auch nie richtig kommuniziert bekommen vom Gegenüber, weil sie sich immer im Recht sehen. Und das große Problem ist dabei eben, das zu identifizieren, denn wenn das der Hintergrund ist für das Nicht-Melden, ist die einzige und größte Chance auf eine Rückeroberung, wenn du das veränderst und das auch erkennst, ja, das wirklich erkennst, das ist eben die Schwierigkeit. Und schau da, was da los ist, was da nicht stimmt. Guck dir diese Seiten gegebenenfalls an, die du hast, diese toxischen Seiten. Lerne dich damit kennen und bring genau das in deinem Verhalten in die Veränderung. Wie schafft man das? Einfach ganz viel Selbstliebe. Also, ich sag's mal so, Menschen, die sehr stark in diesen toxischen Mustern sind, die schon weiter sind, kennen das auch von sich und wissen das auch. Andere haben die, aber sehen das als etwas Normales an. Ihren Blickwinkel auf die Welt scheint normal zu sein, so toxisch zu sein und sich so zu verhalten, aber merken nicht, dass es eigentlich
nicht normal ist im Sinne von, dass man andere Menschen vielleicht auch nur mit Kleinigkeiten übergeht. Und genau das musst du erkennen, wenn du das hast, musst dort an diesen Punkten ins Wachstum gehen. Denn da ist die ganz, 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 ganz große Chance. Wenn du das schaffst, hast du wirklich die besten Karten. Nur musst du diesen Schritt gehen, das zu erkennen und das zu wissen. Und das, was bei vielen toxischen Menschen das Problem ist, oder Menschen mit toxischen Seiten, Mustern, vor allem für den Ex-Partner, die Ex-Partnerin, toxischen Seiten, ist, dass das Grundproblem eigentlich meistens darin besteht, dass das eigene Herz verschlossen wurde. Irgendwann im Laufe der Zeit ist das passiert. Und dass der wichtigste Schritt für eine Heilung nichts anderes ist, als immer mehr ins Herz zu gehen. Und das schaffst du, indem du die Ängste, die du hast in deinem gesamten Rückeroberungsprozess, welche dir da auch gerade gespiegelt werden, ja, dass du diese Ängste akzeptierst, annimmst und liebst. Das ist der Prozess der Heilung. Und der ist ganz wichtig in dieser Situation, wenn du eine Chance auf eine Rückeroberung haben möchtest. Ganz, ganz wichtig. Wenn du das nicht schaffst, diesen Prozess der Weiterentwicklung, wenn du das nicht in die Veränderung bringst, wenn du das nicht erkennst, ja, auch nicht vielleicht anerkennst oder vielleicht auch gar nicht weißt, weil du denkst, dass du nicht toxisch bist, ja, aber für dein Gegenüber bist du es im Endeffekt. Und da gibt es eben Seiten, wo du denkst, das ist das Normalste auf der Welt, so zu verhalten, aber das ist es einfach nicht, weil du es vielleicht nie anders kennengelernt hast. Das ist genau der Punkt, wo der Finger in der Wunde steckt. So, und den dann musst du erkennen, da musst du in die Weiterentwicklung gehen. Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, ist Vergebung. Oft ist es so, wenn keine Reaktion mehr kommt, toxische Sachen oder Muster mit reinspielen, dass man sich aus dieser ganzen Geschichte rauszieht und dann immer noch so eine Grundwut in sich trägt auf den anderen Menschen. Eine Wut darüber, dass man vielleicht verlassen wurde, keine Reaktion mehr kommt, dass man nicht das bekommt, was man möchte und vielleicht das Ego nicht befriedigt wird und so weiter. Das Problem ist, wenn es jetzt zu Kontakt kommt zwischen euch beiden im späteren Verlauf, und da ist diese Mauer emotional zwischen euch beiden, wird es einen riesen Einfluss auf die gesamte Kommunikation haben. Und dieser Einfluss sorgt dafür, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin nach Kontakt nicht unbedingt mehr Kontakt möchte, gerade wenn das sehr starke Verletzungen sind, die ihr durchgemacht habt. Trennungen sind immer sehr verletzend. Deswegen ist es ganz wichtig, zu vergeben, ja, dass du ihm oder ihr alles, das, was passiert ist, vergeben hast. Und bei dir ist ein Problem in deiner Situation, dass durch dein toxisches Verhalten die Trennung zustande kam, wahrscheinlich auch das Nicht-Reagieren. Das heißt, für dich ist es jetzt ganz, 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 ganz wichtig, dass du eine Sache aufbaust. Das ist dein größtes Ziel neben der Weiterentwicklung. Nämlich Vertrauen. Du musst dafür sorgen, dass dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin dir wieder vertrauen kann. Und das schaffst du auf nur eine einzige Weise. Deine Weiterentwicklung und natürlich, dass der Kontakt zwischen euch beiden ein möglichst guter und ein möglichst positiver Kontakt ist. Und das Wichtigste, was du da tun musst, damit das möglich ist, damit diese Mauern zwischen euch beiden nicht mehr existieren, das ist Vergebung. Das ist nicht leicht, gerade wenn da starke Verletzungen sind, gerade wenn dein Ego sagt, oh, ich kann nicht vergeben und wieso hat sie das gemacht, wieso das nicht und wieso bla 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 und sie ist schuld und sie hätte doch und so weiter. Alles das führt immer wieder zu denselben Problemen, zum selben Kreislauf. Und um den zu durchbrechen, eben auch ins Herz zu wachsen, was bei deiner Weiterentwicklung eines der wichtigsten Punkte ist, das schaffst du mit Vergebung. Wenn du vergibst und du gehst dann wieder in den Kontakt, also Kontakt kann entstehen auf verschiedene Art und Weise. Einmal kann er entstehen durch, indem du nicht hinterherrennst, beziehungsweise, jetzt habe ich mich verhadelt. Also Kontakt aufnehmen ist dabei das Wichtigste. Du hast jetzt die Vergebung gemacht, du bist in die Weiterentwicklung gegangen und als nächstes ist es wichtig, dass du jetzt auf ihn oder sie wieder einen Schritt zumachst. Das ist deswegen wichtig, weil du durch dein Verhalten die Trennung verursacht hast. Das heißt, du musst reparieren, du musst in Aktionsbereitschaft gehen, das geprägt ist von Vertrauensaufbau. Und wenn du einen Schritt auf ihn oder sie zumachst, nachdem du Fehler gemacht hast, welcher Art auch immer, dann ist Kontaktaufnahme von dir immer ein Signal für Vertrauensaufbau.
Ebenso kann es in dieser Zeit auch passieren, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin Kontakt mit dir aufnimmt. Ja, auch das ist möglich. Und auch wenn das passiert, lässt du es zu. Das ist ja das Prinzip von temporär reduziertem Kontakt. So, und was jetzt passiert ist, dass eben weil sozusagen jetzt keine Reaktion mehr kommt und du ein bisschen Zeit hast vergehen lassen, dass im besten Fall eben nach längerer Zeit der Kontakt wieder möglich ist. Entweder, weil der Ex oder die Ex auf dich zugeht, was nach meiner Erfahrung, auch den Coachings, die ich gebe, sehr oft passiert, viel, viel öfters, als du es glaubst. Und die meisten haben dann immer Angst bei temporären Kontakt. Oh mein Gott, wird er oder sie mich jetzt vergessen? Was kann ich tun? Ist das wirklich das Richtige? Und ich halte das nicht aus. Und dann ist es doch so, dass sich nach 2-3 Wochen der Ex-Partner, die Ex-Partnerin dann einfach meldet. Also damit kannst du ganz gut arbeiten. Und wenn das nicht ist, kannst du anteasern und versuchen, den Kontakt aufzunehmen, aktiv. Nicht hinterherrennen, sondern den Kontakt immer aufnehmen, mit sehr viel Empathie und Fingerspitzengefühl und dich langsam rantasten an die ganze Situation. Und wenn das dann passiert ist, hast du eine große Chance, dass es eben zu Kontakt zwischen euch beiden kommt. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass du auf eine gute Connection, ich nenne das Herzverbindung, zwischen euch arbeitest. Ich nenne es bewusst Herzverbindung, weil Herz eben für dich, wenn du so toxische Seiten hast, das Wichtigste in deinem gesamten Entwicklungsprozess ist. Also, Herzverbindung ist jetzt ganz wichtig, weil die Kommunikation zwischen euch beiden positiv sein muss. Das bedeutet, dass der Ex-Partner bzw. die Ex-Partnerin nach Kontakt mit dir noch mehr Kontakt mit dir möchte. Deswegen ist es eben so wichtig, in diesen ganzen Schritten vorher in die Weiterentwicklung zu gehen und eben auch mit Vergebung zu arbeiten. Im besten Fall auch mit Dankbarkeit, alles, was das Herz so zulässt. Weil dann, wenn es zu Kontakt zwischen euch beiden kommt, die Chance höher ist, dass das ein positiver Kontakt wird, ein guter Kontakt, dass ihr viel lacht, dass ihr viel Spaß habt, dass ihr euch austauscht, dass dieser ganze Trennungswahn, der passiert ist, einfach mal hinten ansteht und erstmal gar nicht so wichtig ist, sondern dass ihr beide jetzt in eurer Uressenz einfach wie kleine Kinder ganz viel Spaß zusammen habt. Das muss passieren, dafür sind diese Schritte notwendig. Und das ist dann auch der Beweis für den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin, wow, mit ihm oder ihr fühlt sich die Zeit wieder richtig gut an. Da ist eine Menge passiert. Und da wird natürlich Neugier geweckt und man will sich mehr treffen. Und dann entsteht die richtige Chance auf eine Rückeroberung. Und genau, und da ist es halt wichtig, dass du viel über das Herz gehst, mit dem Herzen arbeitest, nicht hinterher rennst, dass du erstmal Ängste, Streitigkeiten, alles beiseite legst, dass dein toxisches Verhalten unbewusst nicht mehr durchschimmern kann und abfärben kann, dass du vergeben hast, was vorher passiert ist. Und genau, und dann hast du erst eine deutlich bessere Chance und Möglichkeit, erfolgreich hier in die Rückeroberung zu gehen. Das wichtigste Kernstück und die größte Herausforderung ist im ersten Schritt, die eigenen toxischen Seiten zu erkennen und darum zu wissen. Vielleicht wurde das in der Beziehung irgendwann mal angesprochen. Oft ist es auch so, dass in solchen Beziehungen dein Gegenüber irgendwann gar nichts mehr sagt, überhaupt nicht mehr reagiert, auch nicht mehr auf Gespräche eingeht, sondern immer mehr sich zurückzieht. So ganz langsam. Viele denken dann, boah, der hat doch jetzt sie hat doch eine neue Beziehung, da ist irgendwas los, irgendwas stimmt nicht. Aber Fakt ist, dass dein Gegenüber spürt, es macht wenig Sinn, mit dir zu reden. Das ist oft ein Hintergrund bei toxischen Mustern. Und dann passiert es eben schnell, dass man sich dann zurückzieht. Und das ist im ersten Schritt ganz wichtig, das zu erkennen und zu identifizieren. Und genau an diesen Punkten dann zu wachsen. Und da eben ganz viel, also Wachstum heißt, bei toxischen Seiten ganz viel mit dem Herzen arbeiten. Ja, toxische Seiten sind aus meiner Erfahrung immer ein Problem mit einem verschlossenen Herzen, das irgendwann zugemacht wurde. Und das kriegst du nur geheilt, diese toxischen Muster, indem du ganz viel darüber arbeitest, dem folgst, dem vertraust, das wieder zulässt, dich wieder darauf einlässt und damit durch diesen gesamten Prozess der Rückeroberung gehst. Und genau das wird dann auch die Kraft sein, die, wenn es wieder zu Kontakt zwischen euch beiden kommt, die reale Chance ermöglicht, dass der Ex-Partner die Ex-Partnerin wieder Vertrauen darin fassen kann, dass eine Beziehung mit dir etwas Schönes ist und nicht etwas, was irgendwann zu stummen Verletzungen führt oder einfach zu Verletzungen führt und
sich einfach nicht gut, nicht richtig anfühlt. Und du musst wissen, dass all das größtenteils unterbewusst passiert. Es reicht schon aus, wenn der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin einfach nur ein mulmiges Gefühl aus der Kommunikation mit dir hat, weil du nicht in die Weiterentwicklung gegangen bist. Wir spüren ja ganz schnell, wen wir vor uns haben. Wir spüren das intuitiv. Und deswegen ist es für dich ganz wichtig, auf diese Sachen Acht zu geben. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib in die Kommentarbox. Mach auch den Ex-Zurück-Test, der unten zu finden ist. Denn da werde ich wirklich eins zu eins dir weiterhelfen und unter Nennung deiner E-Mail-Adresse wirklich auf diesen Test eingehen. Das Testergebnis, wenn du den gemacht hast, mit einem Video-Coaching. Und ansonsten, also es würde sehr weiterhelfen, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.